Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen. Es ist wieder Dienstag und wir haben ein Case Opening wieder am Start. Diesmal mit den Operation Breakout Cases. Ja, da haben wir auch einige. Sag mal, Leute, wie viele Kisten gibt ihr mir eigentlich, ey? Heilige Scheiße, ey. So, wir fangen einfach mal an. So, Use Key. So, eine MP7 Urban Hazard. Ja, kann man lassen. So. Was ist denn da alles drin? Eine Negev ist da drin. Oh je, Mini. Supernova. Oh, da ist die Hals-Maul. Da ist die Hals-Maul drin. Oh. Ja, falls ihr nicht wisst, wir nennen unsere Deagles untereinander Hals-Maul, weil man gibt natürlich mit der Deagle... Oh geil, eine Clockwater Elemente. Muss ich nachgucken. Das sieht aus wie... Was ist das? Field Test? Field Tested oder schlechter? Field Tested oder schlechter? So. Was ist da drin? Ein Butterfly Knife ist da drin. So, die P2000 Ivory. P2000? Für was brauche ich das eigentlich? Spiele ich nicht. Ich spiele USPS, obwohl ich mit der richtig scheiße bin. Ich will lieber P2000 spielen, ne? Muss ich mich mal umgewöhnen. Bloß damit ihr es wisst. Eine P250 Supernova. Finde ich allgemein ein richtig geiles Skin für die P250. Fand ich bislang auch der schönste, aber dann kam die Balance, ja, von der neuen Chroma 2 Case und die ist einfach geilstes Skin ever, Alter, ich schwör's euch. Schon wieder eine PB Bison. Diesmal bei einer Osiris. Hm, sieht aus wie... Oh, die sieht scheiße aus. Egal. So, nächste Key. Irgendwie kommt es so vor, als ob man aus den älteren Kisten irgendwie immer so, ich sag mal, vergleichsweise bessere Sachen rausgibt, wie zum Beispiel Lila oder Pinky Items. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt oder... Weil ich sehe ist ja zum Beispiel oft irgend so ein Case-Opening von, keine Ahnung, den neuen Chroma 2 Case oder so. Die ziehen nur blau! Ja, nur blau! Oder ich sag mal, 98% ist blau, ja? Oh. Ups. Und ich weiß ja nicht, irgendwie so aus den... Ja, wie gesagt, die älteren Kisten, keine Ahnung, wie alt ist denn die... Was öffnen wir? Breakout, wie alt ist denn die Breakout? Pff, vielleicht... Was war das? Das war eine Flasche. Wenn ich jetzt nicht lügen soll, 1,5 Jahre, soweit ich weiß. Ist die, glaube ich, alt. Und nochmal eine Osiris. Ja, das kann man noch sehen lassen. So, gucken wir mal kurz an, was wir bekommen haben. Ja, ich... Das fand ich eigentlich jetzt hier... Was ist das? Ah, das ist Velvorn. Okay, wie viel ist denn die noch wert? Die ist noch wert... 5 Euro, ja, kann man lassen. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns nächste Woche mit neuen Cases. Ich weiß aber nicht mit welchen. Und bis dahin wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss!